Hallo, mein Lieben. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um den Mond bzw. um den Einfluss des Vollmondes auf dein Leben. Das ist hier ein Vollmond-Orakel. Ich schaue für dich in die Tarotkarten, das ist das Golden Tarot. Alle Infos dazu unten in der Infobox. Du schaust, ob du mit dieser Legung, mit den Aussagen in Resonanz gehen kannst. Das ist eine allgemeine Legung. Es kann sein, dass hier und da ja so Abweichungen sind, dass du nicht mit allem, was ich sage, in Resonanz gehen kannst, ja, weil das nämlich eine allgemeine Legung ist. Und ich fange jetzt einfach mal an. Die neun der Schwerter und die neun der Münzen. Ja, das ist hier für dich höchstwahrscheinlich irgendwie eine Situation, die nicht so einfach ist. Aber es wird eine krasse Wende geben, beziehungsweise du hast Angst, dass das niemals eintreffen wird. Du hast vielleicht sogar schlaflose Nächte deswegen. Du zermarterst dir den Kopf. Du bist irgendwie vielleicht sogar verzweifelt. Du hast irgendwie Ängste, Schwierigkeiten, irgendetwas schwirrt um deinen Kopf und gibt dir keine Ruhe. Das könnte mit der Liebe zu tun haben, das könnte aber auch mit den Finanzen zu tun haben, mit dem Beruf vielleicht aber auch. Ich habe hier die Münzen. Ja, deswegen, das könnte etwas Finanzielles sein, aber es kann auch hier natürlich sich aber auch um die Liebe handeln. Es kann sich auch um ein Gespräch handeln, was du führen wirst. Kann hier auch so sein, ich habe die Schwerter, ich habe die Münzen, es kann auch ein Gespräch sein. Und dieses Gespräch, davor hast du Angst. Oder es kann auch hier andersherum sein, dass du Angst hast, dass dieses Gespräch niemals stattfinden wird. Also, dass dieses Gespräch niemals geführt wird. Das kann, weil ich habe hier auch ein Treffen und bei diesem Treffen, da könnten vielleicht auch unangenehme Dinge angesprochen werden und du könntest davor Angst haben. Du könntest aber auch hier generell Angst haben vor einem Treffen. Muss nicht unbedingt ein Treffen sein, es kann einfach eine Situation, ja, mit einer Situation konfrontiert werden, mit jemandem konfrontiert werden. Diese Angst kann ich dir sofort nehmen. Ja, ich nehme sie einfach weg, weil ich habe hier das kleine Glück liegt dabei. Also, da wird es keine Schwierigkeiten geben. Dieses Gespräch wird geführt werden. Dieses Treffen findet statt. Du kannst das sagen, was du willst. Du kannst das machen, was du willst. Dieses Gespräch auf der Arbeit wird stattfinden und es wird zu deiner Gunsten ausfallen. Also es wird gut sein. Also egal was es ist, das hat irgendetwas mit einem Treffen, mit einem Menschen zu tun, mit einer Situation, vielleicht auch Finanzen. Du weißt nicht so recht, wird es da irgendwie besser werden, wird es klappen, wird der Schaden klein ausfallen zum Beispiel. Ja, sowas könnte hier auch im Raum stehen. Und die Karten sagen, ja, wie gesagt, das kleine Glück liegt dabei. Ich habe das hier so wie ein glücklicher, kleiner, glücklicher Umstand. Ja, du hast so viel Angst davor, also vor irgendetwas oder irgendjemanden. Entweder hast du Angst oder dir ist nicht wohl dabei. Vielleicht hast du auch eine Prüfung, kann auch sein. Oder irgendetwas Unangenehmes muss gemacht werden. Vielleicht ist es einfach nur eine E-Mail schreiben. Vielleicht ist es einfach nur irgendwelche Unterlagen ausfüllen. Kann auch sein, ja. Und da weißt du nicht, ach, werde ich das packen, werde ich das schaffen, werde ich das richtig machen. Ja, und die Karte sagt ja. Also die Kraft des Vollmondes in dieser Angelegenheit, sie ist super. Sie ist perfekt. Jemand könnte auch dir beistehen. Jemand könnte auch an deiner Seite sein und dir helfen hier. Ja, das zeigen mir die Karten. Du hast jemanden dabei.
Jemand unterstützt dich, jemand hält dir die Hand, jemand hält dir den Rücken frei, jemand ist eine Stütze für dich, ein guter Zuhörer. Wie gesagt, diese Ängste, ja, plagen dich. Es kann Kopfkino sein, es können immer wiederkehrende Gedanken sein und das wird irgendwie sich verändern. Da brauchst du, das wird nicht auch nicht mehr wiederkommen, so in der Form. Und ich habe dich hier auch so ein bisschen befreit, stolz für dich alleine stehend. Du kannst auch alleine das schaffen, das packen ohne Hilfe. Aber wenn du Hilfe brauchst, ist sie da. Das wird mir hier gezeigt, ja. Und wie gesagt, also dieses Treffen, dieses Gespräch. Sich mit dem auseinandersetzen, das Ganze ins Auge fassen, wird positiv verlaufen. Ja, also du brauchst da keine Angst zu haben, keine Gedanken, negative Gedanken ständig haben. Aber ich schaue einfach mal weiter, was der Vollmond dir bringen wird. Der Eremit, die vier der Kelche, der Herrscher und der Hierophant. Interessante Karten. Da ist jemand stur, da ist jemand unbeweglich, will sich nicht bewegen. Beharrt auf seinem Willen, beharrt auf seiner Sicht. Kannst du sein, kann auch eine Person aus deinem Umfeld sein. Jemand, der dir sehr wichtig ist. Und ich habe das, es kann auch so sein, dass du stur bist und die andere Person ist auch stur. Ich habe hier zwei Sturköpfe, die irgendwie, es geht nicht. Man hat einen würdigen Gegner, könnte man hier auch so sehen. Und deswegen geht es nicht voran. Es steht Aussage gegen Aussage, ja, im übertragenen Sinne hier. Also kann man nichts machen. Ich habe das aber hier so, dass in dieser Situation wird dir die Hand gereicht werden oder du wirst die Hand reichen der anderen Person. Wie gesagt, die Hand reichen, das ist hier in Anführungsstrichen, also bildlich gesprochen. Und es kann aber auch hier sein, dass von irgendeiner anderen Seite das kommt. Ja, hier habe ich in der Ecke einen Engel mit einem Kelch. Und dieser Kelch möchte dir überreicht werden, möchte dieser Person, deinem Gegenüber zum Beispiel, überreicht werden. Aber man ist nicht ansprechbar. Man will das nicht, man sieht das nicht, man beharrt auf seinen eigenen Willen. Man sieht diese, weil das ist hier so eine kleine Chance, könnte man sagen, bei einigen von euch von oben. Ja, so wie so eine Hilfe, so eine Unterstützung. Und man ist aber so in sich gekehrt und ja, so blind. Kann das nicht sehen, kann das nicht wahrnehmen. Und wenn man das sieht und wahrnehmen kann, dann ist man, ich sag mal, so, so stur, dass man das irgendwie nicht annehmen will, obwohl das eine gute Sache ist. Und wie gesagt, das kann zum Beispiel du kommst auf diese Person zu, diese Person kommt auf dich zu oder es kommt von einer dritten Person oder von außen irgendetwas, was euch beide zusammenführen will, was euch beide zusammen auf einen Nenner bringen will, was diesen Streit zum Beispiel kann auch ein Streit sein zwischen zwei Menschen, ja? Und dieser Streit kann geschlichtet werden, aber ich habe hier mit zwei sehr starken Persönlichkeiten zu tun, die auch irgendwo in dieser speziellen Angelegenheit auch ein bisschen verhärtet sind. Ja,
Zum Beispiel dieser Herrscher, das könnte dein Gegenüber sein, du könntest der Eremit sein, du könntest zum Beispiel hier etwas schlauer sein, milder sein, du nutzt die Zeit, um zum Beispiel auch in dich zu gehen, um nach einem Ausweg zu suchen, nach einer Lösung zu suchen, vielleicht hast du die schon auf dem Weg gemacht, dir wird auch eine Idee kommen, du wirst diesen Weg finden, habe ich hier, wenn du der Eremit bist. Und wenn das dein Gegenüber ist, ja. Der Mensch, der sitzt da auf seinem Thron und bewegt sich kein Zentimeter, ja? Also deswegen sage ich ja, das ist höchstwahrscheinlich dein Gegenüber beziehungsweise ein Mensch aus deinem Umfeld, mit dem du irgendetwas zu tun hast. In dieser Angelegenheit kann eine Liebesangelegenheit sein. Ich habe hier die vier der Kelche. Die Kelche, das ist die Liebe. Und alles versucht euch wieder zusammenzubringen oder dass man hier aufeinander eingehen kann, ja, wieder zusammen sein kann oder sich einigt in dieser Angelegenheit, dass man vielleicht sogar wieder miteinander spricht. Ja, das kann auch hier so von oben gewollt sein, dass ihr wieder miteinander spricht hier. Und ich habe das hier eher mehr so dein Gegenüber, ist so uneinsichtig. So stur, so unbeweglich. Ich bekomme hier auch sowas rein mit dieser Karte und mit den 9 der Münzen da oben drüber. Ich weiß, das ist eine andere Angelegenheit, aber trotzdem, das wird mir hier gezeigt. Ja, wenn sie was will, dann soll sie zu mir kommen. Ja, das klingt furchtbar. Also, das klingt so hart. Warum? Ja, also so übel. Also, ich empfinde das so. Ach. So verhärtete Fronten, oh mein Gott, also hier, ne? Und es ist einsam. Es ist einsam in diesem kalten Palast bei deinem Gegenüber. Okay, vielleicht hat dein Gegenüber einen Hund, vielleicht hat dein Gegenüber einen Vogel, aber trotzdem, er oder sie ist sehr einsam. Und hofft auf ein Wiedersehen, hofft auf ein Treffen, hofft auf ein Gespräch hier. Ja, und ich habe das hier so, das mit dem Hierophanten, da wird sich irgendwie jemand einschalten. Jemand wird dazwischen, dazukommen und diese verhärteten Fronten auf lange Sicht aufweichen, aber das dauert hier. Ich habe das hier, das dauert. Das wird nicht sofort passieren. Also weil dein Gegenüber, es ist eher dein Gegenüber, hier ist so unbeweglich, so stur. Beharrt so auf seinen Willen. Ja gut, dieser Mensch hat Erfahrung. Ja gut, dieser Mensch hat schon was mitgemacht und ja, aber trotzdem. Aber der Hierophant, der kommt zu Hilfe. Man kann das hier super, super sehen. Also wie guckt der Hierophant? Das ist irgendwie so ein von außen jemand, vielleicht der beste Kumpel, vielleicht die beste Freundin, vielleicht jemand aus der Familie, vielleicht auch jemand komplett außerhalb, ja? Und diese Person hier, die zu Hilfe kommt, versucht die Fronten irgendwie ja, zu glätten. Ja, ich habe das hier auch so deinem Gegenüber gut zureden. Es kann auch ein Umstand sein, ja, was so deinem Gegenüber die Augen öffnen soll. Wie guckt diese Person dein Gegenüber an? Musst du dir mal angucken. So, also es fehlt noch das Kopfschütteln. So nach dem Motto. Mann, Mann, Mann. Und hier, der Herrscher ist irgendwie so wild. Der Blick ist so wild. Ach, kann sein, dass sein Gegenüber wirklich irgendwie so ein bisschen sauer ist, ne? Oder halt ein bisschen mehr. Oder einfach wirklich auf seinen Willen so stark ja, beharrt, dass das Herz, das ich habe hier, das Herz ist so starr, unbeweglich, ja? Und da kommt aber Hilfe. Wenn nicht das helfen wird, dann wird diese Person, dieser Mensch oder dieser Umstand helfen, dass dein Gegenüber endlich
einsichtig wird. Ich habe das hier so, weil du bist der Eremit, du verhältst dich richtig. Also wenn du der Eremit bist, dann verhältst du dich richtig, ja? Und der Löwe, wie der guckt, ja? Vielleicht hat dein Gegenüber ein Haustier, zum Beispiel einen Hund oder eine Katze, ja, vielleicht auch etwas anderes. Aber ich habe das hier so, dass das Haustier dich sehr vermisst, ja? Und wünscht sich auch bessere Laune, bessere Stimmung bei seinem Herrchen irgendwie. Ja, so bekomme ich das hier rein. Aber es wird etwas dazukommen, jemand wird dazukommen und die Wogen glätten, diese Verhärtung weich machen, damit die irgendwann komplett weg ist. Ja, weil irgendetwas steht zwischen euch, irgendjemand. Aber ich habe das eher so, irgendetwas steht zwischen euch und da ist momentan nichts zu machen. Das braucht Zeit. Und ich gucke mir diese Situation aber noch weiter an. Was kommt dann? Oh, der König der Münzen. Okay. Also, da wird jemand vernünftig. Ich sag mal so, dass die Vernunft dann ins Spiel kommt. Dein Gegenüber wird vernünftig werden. Dein Gegenüber wird von diesem. Hier in dieser Legung, von diesem krassen Herrscher zu einem König der Münzen, kann sein, dass dein Gegenüber auch hier Erdzeichen ist. Ja? Könnte sein. Es kann aber auch jemand sein, der viel arbeitet oder sich viel aufgebaut hat, der irgendwie so ja, Wohlstandsdinge steht, zum Beispiel auch. Ja? Und ja, dein Gegenüber braucht hier Sicherheit. Es ist ein sicherheitsbedürftiger Mensch. Und ich habe das hier so durch den Hierophanten, durch diese Hilfe, durch diese helfende Hand, durch diese helfende Person, durch diesen helfenden Umstand. Die Augen werden geöffnet werden, das Herz wird geöffnet, öffnet sich endlich, ja. Dein Gegenüber ja, fasst sich ans Herz und wird hier milde werden. Ja, so habe ich das hier. Und auf diesem Tisch sind viele unterschiedliche Dinge. Also ich habe das hier auch so. Das könnte sein, dass dein Gegenüber dir dann etwas anzubieten hat, mit einem kleinen Angebot kommt. Vielleicht Friedensangebot. Ja, Friedensangebot. Wie gesagt, es kann eine romantische Angelegenheit sein, die mir hier die Karten zeigen. Es kann aber auch etwas zum Beispiel mit einem Freund zu tun haben. Mit einer Freundin, jemand aus der Familie, vielleicht jemand von der Arbeit. Vielleicht ist der Chef nicht gut oder die Chefin nicht gut auf dich zu sprechen. Kann hier auch dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte, ja, nicht so gut auf dich zu sprechen. Du hast irgendwie nichts gemacht. Du hast dich richtig verhalten. Ich habe hier den Eremiten. Der Eremit ist unschuldig, ja. Und oder wenn du was falsch gemacht haben solltest, dann hast du das schon abgebüßt, ja? Dann hast du das schon verbüßt. Es ist jetzt vorbei. Und diese Person oder dieser Umstand wird sich so auswirken, dass man wieder dir wohlgesonnen ist, dass man wieder auf dich zukommen möchte, dass man dir etwas anbieten kann von diesem Tisch voller Möglichkeiten, ja? Und hier die Münze, also etwas Wertvolles, Stabiles. Aber ich schaue mir den König der Münzen genauer an. Wow, das Ass der Stäbe. Okay, also das ist eine Chance. Ein Angebot kommt von der Seite von dieser Person, von deinem Gegenüber, ja, oder von diesem Menschen einfach, um den es hier geht. Und ja, das ist hier der Anfang, das ist hier der erste Schritt, aber der kommt plötzlich, überraschend, feurig, der Funke springt über, ja. Das Herz springt an, wie ein Motor, was, das war kalt, der Motor war kalt und dann auf einmal wird der Motor von 0 auf 100, ja, wird er heiß, die Flammen lodern hier. Also der Vollmond bringt dir einen Funken mit, einen ersten Schritt, eine Chance, eine spannende, überraschende Chance, eine Möglichkeit, wieder loszumarschieren, wieder leidenschaftlich zu sein, wieder energetisch zu sein, wieder diese Angelegenheit, neu zu beleben sogar. Ja, ich habe hier so eine Wiederbelebung, Neubelebung, könnte auch im Raum stehen mit dem Herrscher. Es sind aber einige Schritte notwendig.
Und dieser Mensch wird wieder einsichtig werden. So habe ich das, ja. Und kommt so langsam, ganz zaghaft auf dich zu und dann bäm. Dann wirst du überrascht werden, weil dann, ich sag mal hier so, dann haut dieser Mensch irgendetwas raus, ja. So könnte man das hier auch sehen. Und das ist wie so ein Funke, wie so ja, den Schlüssel umdrehen im Schloss und der Motor läuft wieder, aber auf Hochtouren habe ich hier, ja. Also plötzlich, das wird spannend auch sein. Das ist hier eine spannende Möglichkeit, eine spannende Chance, die von dieser Person auf dich, ja, so. Von der Seite von dieser Person auf dich zukommen wird, aber das wird nicht direkt sein. Weil ich habe das hier so, dass diese Person möchte auch irgendwie so das Gesicht wahren oder Ego. Ego spielt große Rolle hier und man möchte natürlich sich nicht irgendwie so klein fühlen, obwohl das total irrsinnig ist. Aber und deswegen ist es hier so von der Seite. Irgendwie auf Umwegen, vielleicht sogar durch Dritte, wird diese Chance überbracht werden. Können auch no gute Neuigkeiten sein. Also wirklich super Neuigkeiten. So wie so ein kleines Mini-Feuer, so energetisch gesehen. Ja, das können solche Informationen sein. Vielleicht sogar eine Nachricht hier als Chance, vielleicht über Dritte. Vielleicht wird dir jemand im Auftrag von deinem Gegenüber oder von diesem Menschen einfach etwas sagen, ja, weil auf dem direkten Wege habe ich das nicht, weil ja, man denkt, dass man sich dann auch irgendwie klein macht oder sowas. Ja, in diese Richtung geht es. Ja, also eine Chance, dann im Endeffekt eine feurige, spannende Chance wird sich bieten, und zwar dir. Und ich bin am Ende dieser Legung. Das war das Vollmond-Orakel. Wenn du magst, kannst du natürlich meinen Kanal abonnieren, liken, wenn du möchtest, mir einen Kommentar schreiben. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.